Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe, aber wir haben die Wolfsbane. Und das ist die Magnum. Gut, Dietriche hätten wir zwei. Theoretisch müsste jetzt. Oh, ich sollte mich heilen. Ja, letzte Folge hat ziemlich actionlastig aufgehört. Ich hatte einen Ruhepuls von 210, glaube ich. Alles blau, wir haben Morios versteckte Waffe. Das heißt. Ja, wir müssen zurücklaufen, dann können wir einmal noch speichern. Dann schauen wir, ob wir vielleicht jetzt mit dem Lift runterfahren können. Ich check's halt nicht, warum wir das nicht dürfen. Oder konnten beim letzten Mal. So, ich hoffe doch, dass da jetzt keine Überraschungen mehr auf uns warten. Und dann können wir das Kugellabyrinth in Angriff nehmen und irgendwann früher oder später wieder zurück. Ich bin bei jedem Geräusch irgendwie total nervös. So, jetzt mal speichern. Hätten wir. Dann schauen wir jetzt nochmal runter, vielleicht geht ja jetzt der Lift. Wenn nicht, ich habe dann keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen. Da war ja sonst nichts. Niente. Nada. Nichts passiert. Schade. Naja gut. Ab zum Duke. Leim müssten wir ja jetzt einige haben. Hoffe ich. Ich weiß es gar nicht. Schweinchen. Geh weg. Sind wir richtig? Oh, da müssen wir uns da wieder durchkämpfen. Da hätten wir ja noch Maestro-Sammlerstück. Das ist auch noch rot, warum auch immer. Und das ist auch rot. Und ich glaube, das eine Foto, das wir haben, mit dem Vögelchen, muss da der Teil sein. Wir werden sehen. So, ich muss jetzt nur aufpassen, wir betreten jetzt wieder Werwolf-Gebiet. This way. War das immer schon so prominent? Nein, war nicht, weil sonst würde Ethan das jetzt nicht lesen. Also, da lang. Nein. Will ich nicht. Und brennen da Kerzen. So, da nach rechts bringt uns ja gar nichts. Die Tür, die habe ich ja auch nicht aufbekommen. War das ein... Nein, das würde ja angeschrieben stehen. Die haben ja so ein Symbol. Also jedenfalls da oben geht's lang. Beziehungsweise, wir können ja jetzt da überall die Brücke und so runterlassen. Da war ja noch was. Zugbrücke, da war sie. Altar, okay. Ja, dann folgen wir mal dem Bach. Folgen Sie dem Bachverlauf. Ich würde aber urgern die Kiste holen und ich überlege, ich weiß es nicht, ob wir da irgendwie rüberkommen. Wir schauen mal nach, wenn wir schon da sind. Ja, nicht wirklich, da kommt man nicht rüber. Kommt man da drinnen irgendwie aufs Dach hoch? Wir sind ja da über die Dächer geturnt. Egal, machen wir von der anderen Seite. This way! Okay. Hier lang, Papa. Das ist jetzt spooky. Da haben wir alles. Aber wir würden hier hochkommen zur Walkürenwerkstatt. Wenn Werwölfe kommen, laufe ich. Ich werde hoffentlich nicht so blöd sein, die komplette Munition zu verballern. Naja, dann machen wir... Rose is waiting for you. Ja, aber vorher holen wir uns Maestros Sammlerstück. Hoffentlich. Oder auch nicht. Alter! Warum? Wie komme ich denn jetzt dort wieder hin?
Der alles kaputt da in der Gegend. Dann gehen wir aber zumindest mal hoch zum Speicherpunkt, bevor wir da jetzt irgendwie orge Action aufreißen. Beziehungsweise müssen wir ja sowieso, weil wir haben ja einen Teil von Rose. Nämlich die Arme. Die Arme. Duke! Guten Tag, junger Mann. Ah, entschuldige. So, was hast du denn? Oh. Oho, er hat Munition. Aber, Beachte mich gar nicht. mache ich eh nicht. Werkstatt, können wir jetzt endlich. Weil die ist ja, und jetzt könnten wir sie auch hochleveln. Die hat Stufe 270 und die wir verwenden, die da, ist jetzt schon auf Stufe 3 und hat nur 150. Also die ist jetzt nicht so cool. Die taktische Flinte, die fetzt ja ordentlich rein, 840. Alter, Stufe 1, 1700 Feuerkraft, die Magnum. Die können wir jetzt aktuell auch gar nicht, ja. Pushen. Das heißt, die M1911 und die Lemi. Die Lemi könnte man auf 118, 180 bringen. Entschuldigung, Schluck auf. Aber ich möchte auf die umsteigen. Moment, Stufe 380. Und das wäre Stufe 480, kostet 12.000, 17.000. Ich weiß doch auch nicht, ehrlich gesagt. Wir werden die Lemi jetzt nochmal hochpushen, weil dann sind wir auch auf 180 und die haben wir aber Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit und so weiter ja auch gepusht und die kostet weniger. Wir machen das. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Super! Das freut mich. Rifle. Ich meine, die ist halt verlockend, weil sie jetzt schon auf 170 ist. Aber wir müssen halt auch ein bisschen auf die Kohle schauen und so viel haben wir gar nicht mehr. So, kristalliner Schädel, weg mit dir. Kristalline Bestie, weg mit dir. Kristalliner Morio, weg mit dir. 60.900 Lei, okay, wir müssen da, glaube ich, nicht mehr lange nachdenken. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Ja, kann sein. 1897er Flinte, 840, 27. Da möchte ich eigentlich gar nichts mehr rein investieren. Ich würde gerne Mr. Raccoon wieder abbauen. Ja, aber wir haben jetzt so viel Leih, wir können die ja mal hochpushen. Mit Vergnügen. So, die hat jetzt 180. Und die hat. Wieso hat die jetzt nur. Kann ich nicht rechnen? Bin ich wirklich so blind? Die war doch auf 150 und dann stand unten in Klammer plus 30. Ergibt bei mir nicht 160. Ach, das ist doch Kacke. M1911. Essen ist Leben. Essen ist Leben. Ja, so, Flintenmunition. Eine interessante Wahl. Ja, alles, was geht, her damit. Heilmittel wollen wir keines. Langdistanz, Fernrohr, speziell für Scharfschützengewehr. Brauchen wir das wirklich? Eigentlich nicht. Bis jetzt bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Verbesserter Griff, M1911. Blendgeschosse herstellen. Es kostet nur 3000. Wir Vielen nehmen Dank das. für Alles, was deinen wir herstellen Einkauf. können, kann nicht verkehrt sein. Rohrbomben. Minen herstellen würde ich schon Gerne. gern selber Noch können. etwas? Ja, schauen wir mal, was noch überbleibt. Da hattest du ein Auge drauf, was? Na, aber sowas von. Aha. So, können wir jetzt schon was kochen? Ich habe doch irgendwann einmal
ein Viech erledigt. Oder nicht und dann nicht gespeichert, so wie es ausschaut. Ach verdammt. Sie ist als Investition. Auf Wiedersehen. So, und jetzt. M911. Schnell ausrüsten. Da oben. Ja, und ich hätte jetzt urgern so eine Kiste, wie es früher mal war, wo ich das Zeug reintransportieren kann. Wie schauen wir denn aus? Wir haben jetzt die mit mehr Durchschlagskraft. Heiße 6 Patronen im Magazin und 4 auf Reserve. Ja, passt. Und die Magnum werde ich mir aufheben für Spezialfälle. Wir speichern nochmal. Und... So. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen oder wie wir damals hingekommen sind. Das kann er da irgendwo die Walküren, über die Walkürenwerkstatt. Moment mal. Schauen wir mal, wir haben gespeichert. Ich möchte jetzt eigentlich nach 11 Minuten... Oh, es ruckelt. Nimmt er noch auf? Er nimmt noch auf. Elf Minuten Aufnahmezeit. Ich möchte jetzt kein neues Kapitel beginnen oder neue Action los triggern. Alles klar, da sind wir richtig. Aber ich glaube ja fast, sie werden es uns nicht so leicht geben. Theoretisch haben wir aber beim letzten Besuch alles geklärt. Das war glaube ich da oben, oder? Naja, bis auf das Gebäude selber, weil wir, da waren wir ja nicht drinnen. Happy Birthday. Oh. Ich glaube, den hat der nicht überlebt und auch seine Kids nicht. Oh, süß. Scharfschützenmunition. Ja, Munition ist nie verkehrt. Oh no. Moment. Happy Birthday. Da liegt auch noch ein Zettelchen. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. 5. Und was stand da? Shit, kein... Oh, doch wohl. So, jetzt brauche ich was zum Schreiben. Ich merke mal, dass ich alles wieder nicht... 27097... Ja, 27... 0917. Ich hoffe, es stimmt. Dum, 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 dum. So. 27 0 9 1 7. Oh. Stahl, Rauwelsalagier. Ja, dann machen wir das gleich. Wo ist das jetzt? So. Und weil ich so viel Spaß hatte mit Verschieben, machen wir das jetzt auch gleich. So, ruhig.
Ja, viel kann man immer einsammeln und da habe ich eh schon ein Vermögen für das Zeug ausgegeben, für eine größere Tasche. Das ist noch rot. Wieso ist das noch rot? Steckt sich noch was? Chemikalie, können wir was basteln? Explosivgeschosse. Wir könnten zwei Explosivgeschosse basteln. Das machen wir, weil dieser riesenfette Werwolf hat ja einiges an Treffer-Punkten einstecken können. Rohrbombe, ja, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Aber jetzt müssten wir durch sein. Nach wie vor rot. Oh. Aber jetzt sind wir durch, oder? Alter. Wieso ist das noch immer rot? Ist da noch was? Nein, schließen. Just schließen. War ja nichts drinnen. Mehr. Kann ich das als Kraut mitnehmen? Oh, ich möchte das finden. Ich möchte nicht nochmal dann im Kreis laufen und wieder zurücklaufen müssen. Und weil es mich ärgert, weil das Haus dann rot ist. Aber ist halt so. Ich finde keine Ahnung, wo da ist, wo sich da jetzt noch was verstecken sollte. Ah, Moment. Ist das sowas wie im Dimitrescu-Schloss, dass da oben irgendwie dann ein Kristall funkelt? Nicht wirklich. Na gut, Leute, dann ist es halt rot. Oder vielleicht war es auch nur irgendwie so ein Bug und es wird jetzt blau. Nein, es bleibt rot. Egal, wir haben Maestros Sammlerstück. Back on track. Beziehungsweise 18 Minuten Aufnahmezeit. Wir schauen, dass wir jetzt unfallfrei zurückkommen. Speichern und werden uns in der nächsten Folge dann dorthin begeben, wo wir hin sollen. Shit, wie bin ich denn, wo kam ich denn jetzt her? Das da durch die Hauswand durch, oder? Alter! Wie man sich einfach so schnell versemmeln kann wie ich. Geh mal halt da oben rum. Wo war denn die Lücke in der Mauer? Ich meine, ist egal jetzt, aber stören tut es mich schon, dass ich wirklich so verpeilt bin stellenweise. Der hat mir jetzt einen ziemlichen Schock eingejagt. So, na gut, wir laufen da hoch, speichern. Oh, ist gerade ziemlich am Limit speichertechnisch, also performance-technisch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.